Der Vortrag jetzt kommt von Svenja Dobbert. Sie arbeitet für Terrestris und die Uni Bonn. Vor 2 Jahren promoviert, dort jetzt als Postdoc tätig. Vortrag geht über, wir lesen es, Verarbeitung hochaufgelöster Umweltdaten auf Basis von OGC API Processes. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Hallo von mir. Ich möchte heute so ein bisschen unsere Ergebnisse und Erfahrungen aus einem Forschungsprojekt, an dem wir bei Terrestris teilgenommen haben, vorstellen. Genau, und da ging es, wie schon gesagt, um die Verarbeitung von Umweltdaten, ganz konkret Temperaturdaten, eben unter anderem auf Basis von OGC API Processes. Genau, ganz kurz zu mir. Ich habe Geografie in Bonn studiert und bin jetzt seit etwa einem Jahr bei Terrestris als Entwicklerin tätig und bin dann eben auch in dieses Projekt eingestiegen. Zu dem Projekt selbst, also das ist das CLIPS-Projekt, das war ein MFAN-finanziertes Projekt, das ist in 2021 schon gestartet, also ich bin etwas später erst zum Projekt dazugekommen und das geht jetzt auch noch bis Ende März, also wir stehen jetzt kurz vor Projektende. Genau, und da ging es eben darum, dass die städtische Wärmebelastung untersucht werden sollte, also es sollte quasi eine Echtzeitanalyse durchgeführt werden, um die Temperaturen in Stadtgebieten zu untersuchen, ganz konkret, um eben städtische Hitzeinseln zu lokalisieren, also quasi Gebiete im Stadtgebiet, die sich schneller aufheizen als das Umland und dann eben auch langsamer wieder abkühlen, was dann eben ganz konkrete Folgen eben für die Städte selbst, für die Gesundheitsämter und so weiter bedeutet. Genau, da ging es einmal eben um diese Echtzeitanalyse und dann sollten eben auch Prognosedaten erstellt werden, also quasi Prognose für in dem Fall die nächsten folgenden 48 Stunden, also die nächsten 2 Tage. Und dann, das wurde jetzt zum Projektende so ein bisschen angerissen, sollten eben auch Simulationen erstellt werden, um zum Beispiel, wenn bauliche Maßnahmen geplant sind, sowas wie Begrünungen oder insgesamt Bauprojekte, dann eben auch simulieren zu können, wie sich das auf das Stadtklima auswirkt. Gab es jetzt zum Projektende ein paar Beispiele, wo das schon mal so angerissen und berechnet wurde, wurde jetzt noch nicht konkret umgesetzt, soll jetzt aber eventuell in einem Folgeprojekt noch bearbeitet werden. Genau, es war ein relativ großes Projektkonsortium mit relativ vielen Projektpartnern und es gab 2 Pilotstädte, einmal die Stadt Dresden und dann die Stadt Langenfeld in NRW als etwas kleinerer Partner dann. Und es wurde zunächst erstmal durch die Projektpartner ein Sensornetzwerk aufgebaut, also Temperatursensoren in den beiden Städten mit insgesamt über 300 Temperatursensoren dann in dem Netzwerk im Stadtgebiet. Dann sind diese Daten zusammen mit anderen Infrastrukturdaten, auch die Städte bereitgestellt haben und auch das DLR unter anderem, in KI-Modelle eingelaufen, die das Fraunhofer-Institut Heinrich Hertz in Berlin dann berechnet hat. Und dann unsere Rolle im Projekt fängt dann eigentlich an der Stelle erst an. Also wir haben dann quasi diese Daten bekommen und haben sie dann, also verarbeiten sie dann und veröffentlichen sie dann eben in unseren Diensten und bestellen sie dann eben auch bereit für die Anwender. Genau, also um welche Daten handelt es sich überhaupt? Also es sind relativ viele Daten, aber ganz konkret lassen sich die wichtigsten so ein bisschen in 2 Blöcke einteilen. Das sind einmal so statische Daten, also wir nennen die im Projekt immer statische Daten. Eigentlich haben die tatsächlich auch einen Zeitbezug, sind nicht ganz statisch, aber wir haben sie eben einmal dann vom Fraunhofer-Institut bekommen und dann in unsere Dienste eingebaut. Deswegen dieser Begriff statisch. Die liegen aber eben, also es sind aggregierte Daten für einen Tagesverlauf quasi, also die liegen dann für 24 Stunden vor, jeweils aggregiert. Und dann für uns eigentlich spannender sind dann die Prognosedaten, weil die eben stündlich neu berechnet werden und dann eben auch stündlich ankommen und dann eben stündlich automatisiert bearbeitet werden sollen und dann veröffentlicht werden sollen. Und da bekommen wir dann eben stündlich 47 Prognosedaten, einfach als Geotiffs und dann eben einen Jetzt-Zeitpunkt quasi der gemessenen Daten. Und was sind das überhaupt für Daten? Das ist einmal der sogenannte Hitzeindex, also es ist einfach die Wärmebelastung im Stadtgebiet, die als Kombination von Luftfeuchte und Lufttemperatur berechnet wird. Also wird teilweise auch gefühlte Temperatur genannt, weil es eben damit zu tun hat, wie die Temperatur wahrgenommen wird.
Und dann gibt es den Urban Heat Island Effekt, also der städtische Hitzeinsel-Effekt, UHI. Das ist einfach die Wärmebelastung in den städtischen Bereichen dann als Differenz im Vergleich zum Umland. Und bei den Prognosedaten haben wir dann noch ein drittes Band, was dann auch noch einfach die physikalische Temperatur, also das, was tatsächlich gemessen und dann eben aufs Stadtgebiet interpoliert wurde aus den Sensormesswerten. Genau, deswegen werden die einfach jeweils mit drei Bändern dann geliefert. Rechts sieht man mal so als Beispiel eben den Hitzeindex für Langenfeld ist es in dem Fall. Und hier habe ich jetzt nochmal ein Beispiel für Dresden. Ich glaube, man kann es sich ganz so gut erkennen. Die Stile und Darstellung war tatsächlich immer ein großes Thema im Projekt und wurde relativ viel diskutiert. Aber ich glaube, was man ganz gut sieht, ist einfach diese Unterschiede vom Stadtgebiet dann zum Umland. Man sieht im Nordosten ist die Dresdner Heide, die eine relativ große Grünfläche ist und die eben deutlich schneller dann abkühlt. Das ist jetzt ein Zeitpunkt am Nachmittag, also um 18 Uhr, wo dann eben das Umland schon abgekühlt ist von der Tageshitze im Sommer und eben das Stadtgebiet dann entlang der Elbe noch deutlich wärmer zu sehen ist. Genau, und um eben diese Prognosedaten, die dann stündlich berechnet wurden, zu verarbeiten, haben wir eine Geodateninfrastruktur entwickelt, um eben ja genau das stündlich dann zu veröffentlichen. Und die ist eben darauf ausgelegt, diese Datenmengen dann in Echtzeit zu verarbeiten und aufzubereiten und dann in verschiedener Form zur Verfügung zu stellen. Da gehe ich jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Also das sind alles einzelne Softwarekomponenten, die auch relativ generisch gehalten sind, damit sie eben dann eventuell auch nach dem Projekt noch in irgendeiner Form weiter nachgenutzt werden können und nicht projektspezifisch eben sind. Genau, also ganz links zu sehen kommen die Daten eben über die Schnittstelle zum HAI, die wir entwickelt haben, an und werden auf dem Server abgelegt und dann eben durchlaufen sie verschiedene Verarbeitungsschritte. Da kommt dann eben der Geo-Server zum Einsatz und eben auch die OGC-IP-Processes, wo ich gleich noch drauf eingehe. Und dann auf der rechten Seite zu sehen, werden sie dann eben in Form von den Diensten einfach an die AnwenderInnen weitergegeben. Das ist einmal ein Demonstrator, den der Projektpartner die Software AG entwickelt hat, wo die dann einlaufen und dann auch noch eigene Anwendungsbeispiele, die wir selbst dann nochmal entwickelt haben, um die Funktionalität zu zeigen. Da werde ich auch am Ende nochmal ein paar von zeigen. Genau, und für die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten nutzen wir RabbitMQ als Message Broker. Wir haben uns dafür, glaube ich, entschieden, einfach weil er relativ weit verbreitet ist und eben die Kommunikation zwischen den unabhängigen Komponenten ermöglicht. Ich habe unten für diejenigen, denen es vielleicht nicht so bekannt ist, einfach nochmal versucht, die Funktionsweise von diesem Message Broker schematisch darzustellen. Also theoretisch ist es einfach die Weitergabe von Nachrichten zwischen unterschiedlichen Komponenten. Und im CLIPS-Projekt haben wir eben einen Workflow definiert, also einen vordefinierten Job, der dann eben stündlich abläuft und an RabbitMQ geschickt wird und der den gesamten Workflow als Liste von Einzeljobs darstellt. Das ist auf der rechten Seite mal zu sehen. Entschuldigung, das Mikro scheint zu rutschen. Hört man mich noch? Okay, super. Genau, und das erlaubt uns eben, dass diese Verarbeitungsschritte eben als Einzelkomponenten nacheinander ausgeführt werden können und dass eben auch der Input und Output jeweils zwischen den einzelnen Komponenten weitergegeben werden kann. Genau, und das ist einmal dieser Workflow, das ist jetzt nicht ganz vollständig, es sind am Ende noch einige dazugekommen, die aber nicht so relevant sind, aber das sind so ein bisschen die Kernworker, die eben jede Stunde ausgelöst werden und die jede Stunde ablaufen, um die Daten zu verarbeiten. Das ist am Anfang einfach der Dispatcher, also der quasi die Worker-Kette startet, dann der Download-File-Worker, der die Dateien dann eben auf dem CLIPS-Server ablegt, dann verschiedene Validierungsschritte mit dem Validator und dann werden sie in Cloud-Optimized Geotiffs umgewandelt. Dazu sage ich später noch mal ein bisschen was. Und dann gibt es zwei Komponenten, die doch relativ projektspezifisch sind. Die sind hier in Rot dargestellt. Das ist einmal eben die Archivierung. Also da wird dann jeweils der Jetzt-Zeitpunkt in ein externes Archiv überführt. Und dann dieser Dataset Rotation. Da geht es einfach darum, ich hatte ja gesagt, wir haben Prognosedaten jeweils für 47 Stunden.
und dann eben der Jetzt-Zeitpunkt. Und es sollte aber im Projekt möglich sein, dass eben nicht nur diese 47-Stunden-Prognose dargestellt wird, sondern eben auch dann jeweils 2 Tage zurückgehend die Daten in die Vergangenheit. Und deswegen gibt es diesen Dataset Rotation Worker, der quasi die Prognosedaten jeweils ersetzt und dann dadurch, dass die mit einem Timestamp abgelegt werden, löscht er dann jeweils das quasi, was alle Daten, die älter sind als diese 48 Stunden, sodass dann eben zu jedem Zeitpunkt immer diese 2 Tage in die Vergangenheit und 2 Tage Prognosedaten zur Verfügung stehen. Genau, und am Ende kommen noch ein paar Komponenten, die dann eben den Data Store auf dem Geo-Server erstellen und die Geotiffs dann zu dem Image Mosaic Store hinzufügen. Der letzte, der jetzt hier in der Liste dargestellt ist, da geht es dann um die Stile, die ich eben schon mal angesprochen habe, die relativ viel Diskussionen ausgelöst haben im Projekt. Da wird einfach ein dynamischer Stil erstellt, weil wir haben jetzt zum Beispiel Daten, eher noch Winterdaten. Eigentlich geht es im Projekt aber eben um Hitze und um Sommerdaten. Und das ist gar nicht so einfach, dann einen Stil zu erstellen, der einfach auf die gesamte Spannweite passt. Und deswegen haben wir eben diesen Worker, der quasi einen dynamischen Stil erstellt, jeweils dann angepasst an die Spannweite der Daten. Genau, also es ist also sind relativ viele Daten, die im Projekt verarbeitet werden und so sieht ungefähr die Dateninfrastruktur, ich habe das wieder mal versucht schematisch darzustellen, weil es einfach den Nutzern erlaubt werden sollte, auf unterschiedliche Weisen eben auf die Daten zuzugreifen. Und ich habe es eben schon erwähnt, wir wandeln die Daten in Cloud-Optimized Geotiffs um, um dann eben ja, und damit es dann eben den AnwenderInnen auch erlaubt ist, auf die Rohdaten quasi zuzugreifen aus dem Webspace direkt. Dann stellen wir die Daten einfach als WMS-Timedienst zur Verfügung, über den Geo-Server eben. Und dann am Ende, da werde ich jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen, die dritte Möglichkeit quasi auf die Daten zuzugreifen, sind eben die OGC-API-Processes, worüber eben verschiedene Berechnungen oder Statistiken auf Basis der Daten abgerufen werden können, die wir definiert haben. Genau, also der Standard OGC-API-Processes, da gab es ja gestern schon ein paar Vorträge zu, wer die vielleicht gehört hat, erlaubt es eben, ausführbare Prozesse und Berechnungen anzubieten. Wir nutzen die Implementierung PyGeo-API, da werde ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer was zu sagen, um eben verschiedene, eben in Python geschriebene Prozesse zur Verfügung zu stellen, die es dann zum Beispiel auch erlauben, über GDAL-Funktionen Statistiken für zum Beispiel Punkte oder Polygone im Stadtgebiet dann abzurufen. Hier neben ist mal eine Liste der Prozesse, die wir im Projekt bisher entwickelt haben. Also das sind relativ simple, wo man quasi dann einfach Mittelwerte oder Maximalwerte oder sowas abrufen kann. Dann kann man zum Beispiel Konturpolygone, also quasi Polygone gleicher Temperatur, über so einen Prozess erstellen. Genau. Ja, zu PyGeo API, dafür haben wir uns entschieden, weil die zu dem Zeitpunkt relativ weit verbreitet war, also immer noch relativ weit verbreitet. Es gibt es seit 2018 und es ist eben eine Python-Server-Implementierung verschiedener OGC-API-Standards, auch nicht nur dem OGC-API-Processes, aber im Projekt nutzen wir halt bisher nur diesen API-Processes. Genau, es hat eine Plugin-Architektur und eignet sich eben besonders gut für die Anforderungen, die wir im CLIPS-Projekt hatten. Ein Beispiel, worauf ich jetzt mal genauer eingehen werde, ist eben die zeitbasierten zonalen Statistiken, also quasi, dass man sich den Mittelwert oder den Maximum oder das Minimum für eben ein Polygon ausgeben lassen kann. Das werde ich am Ende nochmal an den Anwendungsbeispielen genauer zeigen. Und das funktioniert eben so, indem man einfach über einen HTTP-Post-Request quasi einen Input an den Standard schickt. Und hier neben ist mal aufgeführt, wie das dann für diesen, also wie der Input für diesen Beispielprozess eben aussehen müsste. Also da ist einmal eben die URL des Ordners im Webspace, wo wir eben die Daten liegen haben, dann verschiedene Timestamps, um quasi den Zeitraum einzugrenzen, für den die Daten abgefragt werden sollen, also einfach ein Start- und ein End-Zeitstempel, welche Bänder abgefragt werden sollen und dann eben noch die statistische Methode.
Genau, und so sieht es anhand von einem Beispiel dann eben aus. Das ist in dem Fall einfach ein Polygon in Langenfeld. Ich glaube, das ist ein Schulhof, also für einen Use Case vielleicht auch ganz interessant, wenn man sich quasi die Temperaturen auf einem Schulhof anzeigen lassen will. Genau, und dann fragen wir eben ab, die Daten hier für einen beliebigen Tag, ich glaube, es war irgendwann im Februar, für 15 bis 17 Uhr, für die physikalische Temperatur und fragen eben die maximale Temperatur ab. Und rechts sieht man dann, wie der Output aussieht. Das sind in dem Fall dann eben drei Werte, also quasi für 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, weil wir eben die stündlichen Werte haben. Und man sieht schon, es ist keine so besonders große Spanne, es geht immer irgendwie um die 12 Grad, ist ja auch zu erwarten, dass jetzt auf so einem kleinen Polygon wie einem Schulhof sich unbedingt so große Temperaturunterschiede entstehen. Genau, und dann würde ich noch ein bisschen auf die Anwendungsbeispiele, die wir entwickelt haben im Projekt, eingehen. Also man kann ja quasi einfach über den HTTP Post Request, wie ich das gerade gezeigt habe, diese Prozesse nutzen. Das wird teilweise auch schon von der Stadt Dresden getestet und genutzt. Aber für jetzt zum Beispiel kleinere Städte wie die Stadt Langenfeld, die nicht so viele Ressourcen und keine eigene Infrastruktur haben, ist es relativ komplex. Deswegen haben wir noch so ein paar Anwendungsbeispiele quasi entwickelt, bei denen die Nutzer eben einfach den Input über die URL im Browser weitergeben können und dann läuft es quasi bei uns, das an den Prozess weiterzugeben und so weiter. Genau, ein Beispiel ist zum Beispiel einfach den Temperaturverlauf als Chart, also das ist einfach mit E-Charts erstellt und man bekommt dann eben einfach den Temperaturverlauf für die vergangenen und die folgenden 48 Stunden, also quasi alles, was immer zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht im Projekt. Und der kann dann zum Beispiel einfach als iFrame in der Website eingebunden werden. Und genauso haben wir eine Art Informationswidget. Da kann man jetzt noch Schwellenwerte mitgeben, also dass man quasi einfach sagt, ab einem bestimmten Schwellenwert soll eine Hitzewarnung ausgegeben werden. Wir haben das so ein bisschen dynamisch gehalten, einfach weil je nach Anwendung gibt es dann nicht so richtig Schwellenwerte, die fest definiert sind, sondern das ist es ist je nach Use Case sehr unterschiedlich und deswegen haben wir das quasi so gemacht, dass man das ebenfalls einfach im Browser mitgeben kann und dann für die Nutzer das eben sehr einfach gehalten ist und man dann eben ab einem bestimmten Schwellenwert eben eine Hitzewarnung bekommt oder eben auch nicht, wie das hier jetzt in dem Beispiel zu sehen ist. Auch das ist zum Beispiel für Schulen oder Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser oder so, könnte man sich vorstellen, dass das genutzt wird, dass es einfach in die Website eingebunden wird und dann würde man da immer eine Warnung bekommen. Genau, und um das noch ein bisschen einfacher zu gestalten für die NutzerInnen, haben wir dann so einen kleinen URL-Generator entwickelt, wo man quasi einfach wie so eine Art Anleitung folgen kann, um sich eben diese URLs einfach für die einzelnen Widgets zusammenzustellen, die im Projekt zur Verfügung stehen. Und das würde ich jetzt einmal kurz zeigen. Okay. Genau, also man kann jetzt hier einfach eine Region auswählen, in dem Fall ist jetzt Dresden ausgewählt und dann zum Beispiel den Temperaturverlauf, den wir gerade schon gesehen haben, könnte man dann einfach ein beliebiges Polygon eben im Stadtgebiet auswählen. Die Bounding Box ist auch gezeigt. Und man kann hier jetzt noch einen Grenzwert auswählen, also es ist einfach für die Darstellung. Ich glaube, eben in dem Beispiel hat man es nicht gesehen, aber dann würde einfach an einer bestimmten Linie, an einer bestimmten Stelle einfach eine Linie im Graph dargestellt werden. Und dann bekommt man eben diese URL und auch direkt den iFrame und kann sich dann den Graph quasi so zusammenstellen. Genau, also ein bisschen dauert es, bis es lädt. Weiß nicht, wie ich jetzt zurückkomme. Dachte ich auch. Ah, genau. Ja. Okay, jetzt funktioniert das nicht mehr. Genau.
Ja, also als kleines Fazit, dieses System, also diese Infrastruktur, die wir da entwickelt haben, ist eben relativ flexibel. Also die Struktur kann beliebig erweitert werden. Also das habe ich auch selber gemerkt im Projekt. Also ich bin ja etwas später dazugekommen und es können einfach beliebig eben weitere Komponenten hinzugefügt werden. Und eben am Ende, ich glaube, das ist jetzt durch die Anwendungsbeispiele am Ende relativ deutlich geworden, ist es eben für die Nutzer auch relativ flexibel. Also gerade auch mit den beiden Anwendungspartnern Dresden und Langenfeld hatten wir halt sehr unterschiedliche Anwender, die das dann am Ende genutzt haben. Dresden, wie gesagt, hat eine relativ gute Infrastruktur, relativ viel Know-how und die haben dann eben auch direkt die Dienste und Prozesse bei sich eingebunden in die eigene Infrastruktur. Und für Langenfeld zum Beispiel sollte es dann eben so einfach wie möglich gehalten werden. Das, genau, deswegen. Genau, und am Ende noch ein paar Links zum Projekt und ja, auch der GitHub-Link. Genau, und wir haben noch eine relativ ausführliche Dokumentation in so einem Dashboard zusammengefasst. Also da können Sie auch vielleicht mal reinschauen. Ja, dann vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Ist vorgesehen, das auf andere Städte oder Kommunen auszuweiten? Also konkret noch nicht, aber das wurde im Projekt auf jeden Fall mehrfach angesprochen. Also so ein bisschen dadurch, dass es so viele Partner sind, sind da relativ viele immer involviert. Deswegen wurde es jetzt noch nicht so konkretisiert. Okay. Gibt es hier im Raum Fragen an Svenja? Okay. Hier haben wir auch eine noch bekommen. Inwieweit sind die Dienste und die API frei verfügbar und für jeden abfragbar? Also ja, Sie sehen hier den Link zu GitHub, also es ist frei verfügbar, ja. Und auch die Dienste sind auch, wie gesagt, ich habe das Dashboard angesprochen, da sind auch kleinere Demonstratoren quasi für den WMS-Timedienst zum Beispiel auch. Ich kann das theoretisch auch gerade mal kurz zeigen. Genau, also da wäre zum Beispiel auch, jetzt haben wir einfach für einen Sommertag, einfach weil es jetzt im Winter ein bisschen langweilig ist, die Prognosedaten zu zeigen, haben wir auch einfach mal einen Sommertag in den Demonstrator eingebunden. Und dann könnte man sich hier das auch über einen Slider einfach anschauen. Genau, und das ist einfach ein ganz normaler WMS-Time-Dienst, der auch so genutzt werden kann. Ja, sehr schön. Ein sehr niederschwelliges Angebot für alle, die es auch nachnutzen wollen. Danke sehr. Ja, wenn wir dann keine weiteren Fragen haben, dann beenden wir diese Session jetzt. Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Danke. Okay.